Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Beginn des neuen Jahres ist es auch wieder Zeit, ein neues Intro-Video zu erstellen. Was erwartet uns 2019? Wenn wir auf 2018 zurückschauen, müssen wir leider feststellen, dass sich nicht nur in der Welt insgesamt, sondern besonders in Europa, die Lage für viele Menschen verschlechtert hat. Die Stimmung hat sich weiter eingetrübt. Manchmal fühlt es sich an wie eine graue Wolke, die über der Erde schwebt. Insbesondere auf zwischenmenschlicher Ebene ist es kälter geworden. Der Ton ist rauer und von Nächstenliebe häufig nicht mehr viel zu spüren. Wo liegen die Ursachen dafür? Aus meiner Sicht gibt es zwei maßgebliche Aspekte. Einerseits die wirtschaftliche sowie politische Entwicklung und die damit einhergehende soziale Spaltung, welche Anlass zur Sorge gibt. Andererseits die nicht mehr zu übersehende Krise des Christentums, die sich auch in den deutschsprachigen Ländern bemerkbar macht. Gerade in dieser Gemengelage ist die Verbreitung guter christlicher Literatur von enormer Bedeutung. Dort, wo der Glaube wegbricht, gehen wichtige Werte verloren. Ja, sogar der Zusammenhalt in der Gesellschaft als solche ist durch den Verfall dieser Werte, die zumeist christlichen Ursprungs sind, massiv gefährdet. Glaube und religiöses Wissen müssen wieder neu entdeckt und unters Volk gebracht werden. Gerade dort, wo die Weitergabe dieser wertvollen Inhalte von der älteren auf die jüngere Generation augenscheinlich nicht mehr funktioniert. Mittlerweile bin ich im sechsten Jahr meiner schriftstellerischen Tätigkeit und viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, haben mich von Anfang an auf meinem Weg begleitet. Das erfüllt mich heute mit großer Freude. Darüber hinaus haben Sie auch durch persönliche Weiterempfehlung dazu beigetragen, dass nicht nur ich als Autorin bekannter werden konnte, sondern auch meine Werke und dadurch meine inhaltliche Botschaft an die Menschen einen von Monat zu Monat größer werdenden Leserkreis erreichen können. Ich danke Ihnen dafür. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass jeder dort, wo er steht und wirkt, dazu beiträgt, den Geist des Evangeliums weiterzutragen, und zwar mit Glaubwürdigkeit und Begeisterung. Dieses Feuer brennt auch in mir und versuche ich, mit Gottes Hilfe, immer wieder in meiner täglichen Arbeit konkret umzusetzen und für Sie, liebe Leserinnen und Leser, erfahrbar zu machen. Lassen wir diese Flamme der Hoffnung nicht erlöschen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Freuen Sie sich auf interessante Neuerscheinungen, Videos und Artikel. Herzlich grüßt Sie, Ihre Andrea Pieringer.